Also in aller Kürze geht es darum, dass Felicitas Hoppe, das bin ich, über eine Figur schreibt, die auch Felicitas Hoppe heißt und die auch ich bin. Deshalb heißt auch dieser Roman Hoppe. Sich eigentlich für diese Felicitas Hoppe ein neues Leben erfindet. Aber es ist nur zur Hälfte ein neues Leben, denn eigentlich ist es das Leben, was Felicitas Hoppe gern gehabt hätte. Davon handelt die Geschichte, also die echte Felicitas Hoppe, ich, die Schriftstellerin, die in Hameln aufgewachsen ist, dort die ersten 19 Jahre ihres Lebens verbrachte, verbringt ihre Kindheit in Hoppe, dem Roman, in Kanada, ihre Jugend in Australien und ihr frühes Erwachsenenalter in den USA und kommt in diesem Buch niemals nach Deutschland, schreibt aber trotzdem ihre Bücher auf Deutsch und ist auch eine deutsche Schriftstellerin. Mehr muss dazu nicht verraten werden. Man könnte jetzt denken, alles erfunden und ausgedacht. Aber eigentlich ist es eine Wunschbiografie in dem Sinn, wie wir alle Wünsche haben und sagen, eigentlich hätte mein Leben auch anders verlaufen können. Und das, glaube ich, ist etwas, was jedem mal in den Sinn kommt. Das war ganz einfach. Ich bin darauf gekommen, weil ich sehr viel mit historischen Figuren arbeite, aber nicht im Sinn eines historischen Romans, sondern mal sind es Entdecker, mal war es Jeanne d'Arc. Immer Figuren, die mich fasziniert haben und wo ich dachte, warum faszinieren die mich? Natürlich, weil sie etwas mit mir gemeinsam hatten. Und dann dachte ich, aha, hier sucht sich jemand immer Stellvertreter für seine eigenen Wünsche und Träume. Da liegt es doch nahe, dass ich mal Hoppe zu meiner Protagonistin mache. Das klingt jetzt so ein bisschen vermessen und ein bisschen großmannssüchtig, ist es vielleicht auch. Aber dahinter war eher der Wunsch zu sagen, ich möchte nicht immer die anderen vorschieben, sondern wirklich über mich sprechen. Der zweite Schritt war dann die Frage, wie macht man das denn? Und ich merkte, wenn ich sage und ich, Felicitas Hoppe, dieses und jenes, funktioniert nicht. Ich habe keinen klaren Blick auf die Figur. Wenn man über sich selber spricht, ist es sehr schwer, klare Auskünfte zu geben. Und dann dachte ich, Moment mal, ich werde einfach der Biograf von Felicitas Hoppe. Da kann ich den Blick neutralisieren und dann kann ich alles Mögliche machen und eine Geschichte erzählen, die auf andere Art die Wahrheit erzählt als eine normale Autobiografie.